Hallo, herzlich willkommen bei Haus und Werkstatt 24. Heute ein wirklich kurzes Video nur über unsere Schraubstöcke und Maschinenschraubstöcke. Wir haben seit einiger Zeit verschiedene Schraubstöcke im Sortiment. Zwei besondere möchte ich hier hervorheben. Das eine wäre unser Schraubstock mit System 16. Das bedeutet hier, wenn man das sieht, sind die Löcher System 16 drin, also 16 mm Löcher in dem entsprechenden Abstand von 100 mm. Das bedeutet, dieser Schraubstock kann wunderbar auf jedem unserer Schweißtische, die wir dort im Sortiment haben, montiert werden. Zum wirklich sehr, sehr fairen Preis. Ich hatte hier diese Werkbank ja von einem namhaften Hersteller. Steht sogar irgendwo dran hier. Mal sehen, wo hat man das stehen hier? Sigmund. Sigmund, auf der anderen Seite steht es, also hier steht es dran. Sigmund ist der Hersteller von dieser Schweißtisch. Da gab es natürlich so einen Schraubstock auch im Sortiment. Irgendwas von, soweit ich mich entsinnen kann, 100 Euro, 100 Aufpreis, 100 Euro, 220, 150, ich weiß es nicht mehr genau. Bitte nicht böse sein, wenn es falsch ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Da habe ich gesagt, Leute, das muss es günstiger geben, weil wenn wir Tische verkaufen für 300 Euro, dann kann der Schraubstock nicht 200 oder 150 Euro kosten. Deswegen haben wir den ins Sortiment genommen. Eine vernünftige Backenbreite, 100er Backenbreite. Völlig ausreichend für normale Arbeiten an so einem Schweißtisch, wenn man mal ein Teil fixieren möchte, wenn man mal irgendwas festspannen möchte, mal irgendwas pressen möchte. Wirklich gut geeignet. Extra mit diesen Gummianschlägen, dass er nicht so laut ist, wenn man beim Arbeiten ist, dass man sich auch nicht einklemmen kann beim Arbeiten mit dem Teil. Ein Ganzmetall-Schraubstock, ein Ganzstahl-Schraubstock. Also das ist kein Gussteil, sondern der ist wirklich geschmiedet und geschweißt. Also dieses Teil ist eigentlich unzerbrechbar. Wenn ich hier mit dem Vorschlaghammer raufhaue, verbiege ich ihn mir, aber er wird mir nicht kaputt brechen. Das kann ich versichern. Deswegen haben wir hier wirklich auch, eigentlich haben wir es aus dem Grund ein Sortiment genommen. Ich wollte eigentlich immer so einen unzerbrechlichen Schraubstock haben, weil ich habe mal gesehen, wo ich mal mit dem großen Bello an so einen Schraubstock eben rangeschlagen habe, ist mir dann der Kopf abgebrochen. Fand ich nicht so prickelnd. Deswegen dachte ich, sowas muss es auch besser geben. Hier auf jeden Fall vernünftige Qualität zum sehr, sehr fairen Preis. Guckt es euch an. Wir haben ihn wieder unten verlinkt. Das wäre, wie gesagt, dieser Schraubstock passt natürlich auf alle Systeme 16. Also auch bei Sigmund kann man den wunderbar aufschrauben. Gar keine Frage. Es gibt viele andere Anbieter auch. Dort passt er natürlich drauf. Nächste Sache, zweiter Schraubstock. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich, wenn ich irgendwo eine kleine Platte mir gerade richten möchte, wenn ich irgendwas, was umgebogen war, wieder gerade biegen möchte, dass ich dann eine Fläche brauche, wo ich das eben richten kann. Also eine kleine Richtfläche, wo man was ein bisschen mal glatt machen kann. Ein Amboss selber habe ich zu Hause nicht. Die sind immer sehr, sehr schwer und sehr groß. Deswegen habe ich hier einen Schraubstock im Sortiment, der beides anbietet. Er bietet den Schraubstock, in dem man dort Sachen einspannen kann. Und er bietet eine kleine Fläche, wo man im Prinzip wie mit einem kleinen Amboss arbeiten kann, wo man sich Sachen eben richten kann, wo man Bleche gerade klopfen kann und dergleichen mehr. Eine sehr, sehr praktische Sache. Super bezahlbar, 89,99 €. Also meiner Meinung nach für 90 Euro ist das wirklich ein sehr, sehr fairer Preis. Auch im Prinzip kaum kaputt zu bekommen. Ist allerdings hier, das ist ein Gussteil, Stahlguss. Aber der bricht im Normalfall dann auch nicht kaputt. Wie gesagt, hier sogar die Backen sind auswechselbar. Wenn da mal was verschlissen ist, könnte man die sogar wechseln. Wir haben sie noch nicht im Sortiment, würden wir aber dann, wenn es mal so weit sein sollte, ins Sortiment nehmen, dass man die auch dann austauschen kann. Ansonsten kann man dadurch natürlich auch andere Backen sich noch hier anbauen. Es gibt ja manche, die kanten dann damit ab und dergleichen mehr. Kann man alles machen, breitere, irgendwelche mit Profilen drin und dergleichen. Alles machbar. Hier für 90 Euro ein Schraubstock, der wirklich in so einer kleinen Werkstatt eigentlich immer gebraucht wird. Weil man muss immer irgendwo mal was kloppen. Und auf so einem Tisch, auf so einem Schweißtisch, sollte man ja nicht unbedingt irgendwas richten, weil das ist nicht gut für die Oberfläche. Und da hat man da dann auf jeden Fall eher die Möglichkeit. Wie gesagt, Schraubstock, wie nennen wir ihn? Ich muss gleich mal zuhören. Schraubboss nennen wir ihn, weil Schraubstock und Amboss, ein Schraubboss. Naja, kleine Spielerei. Haben wir, wie gesagt, im Sortiment und natürlich auch unter unserem Video verlinkt. Dann haben wir eine Bohrmaschine ins Sortiment genommen, das wisst ihr, die haben wir auch schon sehr, sehr, sehr gut verkauft, die ja ein bisschen, meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser ist als die von Bosch. Hier haben wir ja immer die Frage, wenn ich Metall bohren möchte, wo spanne ich das ein? Hier drauflegen ist nicht so gut, das ist eine Aluplatte, das zerkranzt, das zerschrammt, das ist auf jeden Fall nicht gut geeignet. Man muss auch Teile, gerade wenn man Metall bohrt, muss man richtig festhalten können. Die müssen gespannt sein. Und da ist eben so ein Maschinenschraubstock ideal. Ich habe hier mal mein altes Modell
Firma Broxhorn, jeder kennt die. Das ist wirklich eine richtig erstklassige Qualität. Und ich muss gestehen, ich habe auf der Messe sehr, sehr, sehr lange gesucht, bis ich vergleichbare Ware gefunden habe. Also das war so ein bisschen mein Qualitätsanspruch, den ich hatte, wo ich gesagt habe, so wie das Ding läuft, Parallelität und dergleichen mehr, ohne viel Spiel und dergleichen, das wollte ich eigentlich auch anbieten. Allerdings wollte ich es zum etwas besseren Preis wieder hinkriegen, das sind wir bekannt für. Also ich möchte gerne immer dann auch bessere Preise anbieten können, weil wir einfach größere Stückzahlen vielleicht haben oder ganz einfach, weil wir sie nicht, ob die noch in Deutschland gefertigt werden, weiß ich nicht. Aber früher haben sie die ganz sicher in Deutschland gefertigt. Da war der Preis sicherlich gerechtfertigt. Aber in der heutigen Zeit kann man ja sich dort wirklich Werkstätten aussuchen weltweit. Hier diese Werkstatt macht eine sehr, sehr gute Qualität. Wir haben sogar eine Schmiernippel dran, dass man auch mal das Ganze schmieren kann. Und wie gesagt, von der Leichtgängigkeit her sogar ein bisschen besser, finde ich. Aber der ist natürlich auch schon ein paar Jährchen alt. Also das muss jetzt nicht bedeuten, dass der vorher schlechter war oder dass der schlechter ist. Wir haben hier drei Größen im Sortiment. 80, 100er und 120er. Ich denke, das ist ich muss noch mal nachmessen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher gewesen, ob ich da mich jetzt nicht vertan habe. Aber 100er, nee, das ist ein 100. Naja, 105er. Also ist, und das ist 130. Also der ist 130er Backe, 130er Backe, 105er Backe und das ist eine 80er Backe, 80er Backe. Das bedeutet, da hat man wirklich in allen Größen das passende Gerät. Der große ist natürlich schon vom Gewicht her, der wiegt schon was. Ja, das muss man sagen. Guckt euch die Preise an. Sehr, sehr, sehr faire Preise. Ich glaube, der kostet hier um die 50 Euro, 49,99, der 100er. Und das ist ja auf alle Fälle wert, wenn man sich wirklich die Backen auch anguckt. Wirklich sehr, sehr gut gearbeitet, präzise gearbeitet. Und für die Bohrmaschine das ideale Zubehör. Wenn man jetzt an dieser Bohrmaschine Sachen bohrt, ist es oftmals erforderlich, je nachdem welches Werkzeug ich nehme, welchen Bohrer ich nehme, ist es erforderlich, dass ich natürlich diesen Schraubstock auch festspanne. Dafür gibt es spezielle Nutensteine, die kann man hier reinsetzen und dann damit verschrauben. Man kann aber auch ganz normale M8er Schrauben nehmen, die passen hier auch wunderbar rein. Kann man wunderbar hier das verschrauben, das Ganze, damit man das Teil fixiert hat, damit das Teil, das Werkstück sich nicht bewegen kann, wenn der Bohrer oben irgendwo dort sägt oder irgendwas bohrt. Das wollte ich noch gesagt haben. Dazu kommt demnächst noch ein kleines Video, weil ich natürlich auch wieder Kunden habe, die sich beschwert haben, dass unsere Lochkreissägen so unpräzise bohren. Ich bin der festen Überzeugung, dass er einfach das Werkstück nicht eingespannt hatte. Und wenn ich dann mit einer Bohrmaschine, mit einer Lochkreissäge ein Loch versuche zu bohren, wo das Werkstück nicht fixiert ist, dann eiert das natürlich dort aus. Das ist gar keine Frage. Werden wir ausprobieren, ob unsere Lochkreissägen wirklich unpräzise sind. Ich denke, die sind halbwegs präzise. Natürlich keine Hochpräzisionsteile. Dafür kosten sie natürlich auch sehr, sehr wenig, die wir im Sortiment haben. Aber das kommt als nächstes, als kleines Video auch noch. Ich bedanke mich. Ich denke, das sind wieder ein paar interessante Produkte, die wir im Sortiment haben, die in keiner Werkstatt fehlen sollten. Und bis zum nächsten Mal.